So könnte die nächste Prüfung im Kurs Basiskur Harmonielehre aussehen. Dazu ist die Aufgabe, eine Melodie zum Bezugston zu singen und die Intervalle an der Intervalluhr zu zeigen. Alle Töne beziehen sich nur auf den Bezugston. Harmonische Bezüge kommen erst durch die Grundtonmelodie ins Spiel. Ich mache das mal vor am Beispiel von Blue Bossa und suche einen Ton, der mir angenehm ist. Ja, das müsste ganz gut gehen. Naja, in dem Fall ist es halt ein Fis, egal. Und jetzt zeige ich mal an der Intervalluhr, was ich tue. Bam, ah, da ist unser 0 Uhr, das heißt die reine Prim. Unser 0 Uhr, reine Prim. Ich gehe auf die Quint, wo die Melodie anfängt. 7 Uhr. Und wenn ich das auf der Intervalluhr zeigen kann und kenne alle Intervalle von Fis-Moll, dann müsste ich auch am Klavier das sofort spielen können oder an irgendeinem anderen Instrument. Ich mache das nachher noch vor, zeige jetzt aber zunächst die Grundtonmelodie, auch wieder unser Fis. Das ist unser 0 Uhr. Und jetzt versuche ich mal die Melodie zu spielen. Hier die Melodie. Da ist unser 0 Uhr. Und wir wollen aber hier hin auf die reine Quinte. Grundtonmelodie wäre ja, ich mach's da oben. Bam, 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 bam
bam bam burum pa 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 ya wa wa ya. Mal sehen, was passiert, wenn ich die Akkorde probiere. Fis-Moll ist ja nicht unbedingt eine Tonart, die man dauernd spielt. Mal sehen. Und jetzt bin ich schon in der Nähe davon, das Stück auch wirklich spielen zu können, auch mit Rhythmus. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,